Mit einer solchen Kamera drehen RTL-Fernsehteams in ganz Deutschland und berichten in Echtzeit. Das Ganze wird zukünftig über 5G im Netz der Deutschen Telekom übertragen. Wie das technisch funktioniert, das zeigen wir euch heute hier in St. Augustin. Jens, welche besonderen Herausforderungen stellen sich bei Live-Übertragungen an die Sendetechnik? Also bei der Sendetechnik ist es vor allem wichtig, dass sie verlässlich und stabil ist. Weil im Live-Fernsehen oder auch bei Livestreams haben wir natürlich keinen doppelten Boden. Das heißt, wir müssen immer sicherstellen, dass die Übertragung auch beim ersten Mal funktioniert. Und deswegen müssen da alle Parameter stimmen und die Übertragung einfach entsprechend gesichert sein. Welche Technik hattet ihr bisher im Einsatz für Live-Berichterstattung? Da gibt es verschiedene Varianten. Also zum einen, gerade wenn wir auf den News-Bereich gucken, haben wir sogenannte SNG-Trucks. Das sind kleine Fahrzeuge, Sprintergröße, wo wir oben Satellitentechnik drauf haben, also eine Antenne, die quasi dann über Satellit sendet. Und die bringen wir nach vor Ort. Haben da natürlich einen hohen Aufwand, weil da man braucht einen Standplatz, man braucht Strom, man muss immer den Satelliten finden können und braucht auch deswegen Experten, die das Ganze bedienen. Das ist also ein etwas höherer Aufwand. Und die andere Variante, die wir häufiger nutzen im Newsbereich, sind sogenannte Streaming-Rucksäcke. Die funktionieren hauptsächlich im Mobilfunk. Und das ist der Nachteil, den ich im Moment mit den Streaming-Rucksäcken habe. Wenn das Netz voll ist, habe ich oft das Problem, dass eben nicht genug Übertragungsbandbreite zur Verfügung steht, um eine Live-Übertragung zu machen. Was ändert sich jetzt bei 5G SA für euch in der Übertragung? Wir können dann auf einmal unsere Reporter mit sehr kleinem Equipment an Events schicken, wo wir sonst einen Riesenaufwand hätten mit SNG-Trucks und sonstigen Anbindungen, die wir nutzen müssten. Und da bin ich auf einmal in der Lage zu sagen, wir bringen unseren Reporter vor die Bühne des großen Festivals und können von dort schalten, weil wir eben diese zugesicherte Bandbreite haben. Dieser Mobilfunkstandort unterstützt als erster 5G Standalone im Realnetz. Die nächste Entwicklungsstufe des neuesten Mobilfunkstandards. Wieso 5G Standalone das Herzstück für Live-TV über 5G bildet, erklärt mir Hassan. Wir sind hier an einem Mobilfunkstandort, der 5G Standalone kann, aber auch Network Slicing. Die Live-Video-Production-Anwendung hat spezielle Anforderungen an unserem Netz, wie zum Beispiel stabile, hohe Upload-Datenraten wie geringe Latenz. Network Slicing ermöglicht uns, diese effizient, aber unter Lastsituationen sicherzustellen und zur Verfügung zu stellen. Was musstet ihr technologisch tun, damit dieser Standort das kann? Das ist eine reine Softwarelösung. Wir müssen dazu die Möglichkeit in unserem Netz schaffen, virtuelle Netze zu generieren und dafür von der Anwendung benötigten Leistungsmerkmale des Netzes zu dem gewünschten Zeit und zu dem gewünschten Ort zur Verfügung zu stellen. Wie sind die Tests gelaufen? Ja, wir konnten mit RTL zusammen die gewünschten Anwendungsszenarien unter Lastsituationen, aber auch verschiedene Kamerakonfigurationen wie ein Stream oder bis zu 4 parallele Streams gleichzeitig testen und die waren alle erfolgreich. Der erfolgreiche Test zeigt, mit 5G Standalone und Network Slicing wird zukünftig im Bereich mobiler Journalismus noch viel mehr möglich sein. Du hast eben über die mobilen Journalisten gesprochen und die besonderen Einsatzszenarien, die es an der Stelle gibt. Wie werden die zukünftig arbeiten? Es wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr diese große Kamera sein, sondern andere Lösungen geben müssen. Ja, also es wird sie weiterhin geben. Also es gibt Einsatzzwecke, wo eine große Kamera oder eine professionelle Broadcast-Kamera durchaus noch Relevanz hat. Aber im News-Bereich, wo wir sehr schnell sein müssen, da wird es mit Sicherheit den Trend weitergeben, dass wir Richtung kleines Equipment gehen, was im 5G-Netz funktioniert. Und da kann es eben auch Richtung Smartphones weitergehen, dass wir unsere Reporter damit ausstatten, die dann möglichst überall in der Lage sind, schnell online on air zu gehen und damit quasi ihre Beiträge und auch ihre Reporterstücke on air bringen. Smarter, flexibler und leichter. Die Produktion von Live-TV wird dank 5G Standalone immer einfacher. Heute haben wir in St. Augustin einen wichtigen Schritt gemacht und im Live-Netz ein echtes Kundenanwendungsszenario ausprobiert. Zukünftig wird mit 5G Standalone aber noch viel mehr möglich sein. Zum Beispiel für Influencer im Bereich Social Media bei der Erstellung von Echtzeitformaten. Was 5G noch kann, das zeigen wir auf der nächsten Digital X in Köln.